Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Dacia Duster aus dem Jahr 2019 an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Sheriff Robert Mods und Edwards Modding. Gibt es wie immer nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Sheriff Robert Mods. Jo, hier haben wir mal wieder eine Kooperation von den beiden. Wir haben hier den Dacia Duster aus dem Jahre 2019. 150 PS Leistung, 120 Liter Benzin, Diesel, 120 km/h. Max Speed in der Slow-Variante, 21.700. In Anschaffung, 1106 im Leasing. Ihr habt wieder 5 Farbkonfigblöcke zur Verfügung, wie beim letzten Modell, was wir hier vorgestellt haben. Wir haben wieder die Chrom-Parts hier vorne, die wir einfärben können. Wir haben Felgenfarbe, wir haben die Hauptfarbe in diversen Farben, sollte jeder damit irgendwas finden können, sowie Interieur-Color Nummer 1 und Interieur-Color Nummer 2. Ne? Soweit, so klar, es ist selbsterklärend. Ansonsten stehen euch wie immer Kennzeichen, Anhängerkupplung, Reifenvariante, Motorausführung, Numberblätts. Am Ende des Tages ist es eigentlich doppelt gemobbelt, um ehrlich zu sein. Ne? Ihr seht es hier, aber okay. Das ist im Endeffekt vorne Stoßstange. Ich glaube, es ist einfach nur falsch benannt worden. Und Polystiegels. Das ist mal was ganz Neues aus dem Hause. Kennzeichen wie immer keins rumänisches oder US-amerikanisches Kennzeichen. Mit oder ohne Anhängerkupplung. Kennt ihr ja bereits. Reifenvariante sind die Räder, Straßenreifen, Offroad-Bereifung 1 oder 2, Motorausführung 1,3 TCE und 1,3 TCE tuned. Dann gehen wir nämlich auf 250 PS hoch, also 50 PS mehr. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 220 km/h angehoben und die Unterhaltskosten steigen von 0 auf 5 Euro am Tag. Dann haben wir jetzt hier vorne die Stoßstange, entweder keine Bullbar oder mit Bullbar. Und dann haben wir hier noch Seiteneinstiegsleisten, kennt ihr ja vielleicht einen oder andere. Und was jetzt ganz neu ist, das hatte Sheriff Roberts, glaube ich, noch gar nicht gehabt, das sind sogenannte Polizeidiegels bzw. Skins, denn ihr könnt das entweder als normales Zivilfahrzeug nutzen oder als Politia, das ist die rumänische Polizei laut Google, rumänisches Polizeiauto oder dementsprechend als alte Lackierung, wie sie früher rumgefahren sind, oder als Gendarmerie. Und da habe ich ehrlicherweise gedacht, das ist Frankreich, die Gendarmerie, wenn man es so ausspricht. Aber laut, ja, den Farben generell scheint es wohl irgendwie Belgien zu sein. Also das sieht jetzt hier so aus, blau, gelb, rot. Aber wir werden es gleich in-game sehen, da sieht das nämlich ein bisschen anders aus. So, dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. Wir haben den Dacia, ne, vorne US-amerikanisches Kennzeichen mit dabei, die Fahrtleuchten, Blinker und Co. Dann hier die Einstiegsleisten, wir haben 4WD, also Allradbetrieb, wer hätte es gedacht. Die Reifen sehen soweit eigentlich ganz schnieke aus, normale Straßenbereifung hier und da. Wir haben sogar eine Aufhängung mit drin, ne, dass die nicht einfach so drin sind. Ansonsten haben wir Kollision an manchen Stellen mehr, an manchen Stellen weniger, wie ihr seht. Denn hier glitschen wir aus was für einem Grund auch immer ins Fahrzeug mit rein. Gegenüberliegende Seite ist gleich in grün, hinten Heckbereich, Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten. Ist schon harte Geschmackssache, muss man sagen. Und hier die Anhängerkupplung, sofern ausgewählt. Und hier die eine Auspuffblende. Dann haben wir hier einmal den rumänischen Polizeiskin in neu. Auch mit diesen Reflektoren nimmt sich von unseren deutschen Polizeiautos gar nicht so viel. Also, dass hier hinten der Aufkleber mit drauf ist, dass die Lightbar hier oben halt anders aussieht, blau und rot. Ne? Ansonsten sieht das soweit alles normal aus. Und hier haben wir diese Gendarmerie. Und hier, gut, jetzt sehe ich selber mein Fail. Das habe ich als schwarz interpretiert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht habe ich auch einfach noch eine Farbenschwäche. Dann ist das blau, gelb und rot. Da weiß ich jetzt aber auf die Schnelle nicht, was das für eine Flagge ist. Ich habe das zuerst als schwarz interpretiert. Kommt auch ein bisschen mehr schwarz rüber, dann wäre es ja theoretisch Belgien. Aber ist aber Frankreich hat auch nicht schwarz, gelb, rot. Ne, blau, gelb, rot hat Frankreich, ne? Ja, obwohl... Ja doch, dann ist das Frankreich, ne? Gendarmerie ist französisch. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ich mich komplett irren sollte, ne? Ansonsten das gleiche in grün. Ja, mal diese blauen Balken. Und dann verließen sie ihn dementsprechend auch schon wieder. Wenn wir uns den Innenbereich anschauen, haben wir ein Lenkrad. Das hat jetzt nicht den größten Lenkwinkeleinschlag. Links, rechts, Spiegel inklusive in Rückspiegel. Ja, Rückspiegel kann man jetzt generell nicht so viel zu erkennen, weil das hinten getönt ist. Aber man sieht trotzdem, dass man ein bisschen was durchschauen kann. Ansonsten ist das noch ein klassischer Schalter, wie man hier unschwer erkennen kann. Ne, das Infotainment-System drin, vorne die Anzeigen. Ihr seht, das eine Icon da ist permanent an, das grüne. Das kann man auch nicht ändern. Ja, ansonsten, wenn man sich so bei Google Bilder ein paar Dinge anschaut aus dem Innenbereich,
Bereich kommt das dementsprechend so ungefähr hin. Die Polizeiskins sehen jetzt nicht anders aus, das ist wirklich nur von außen. Deswegen Texturen soweit eigentlich I.O. Hören wir uns den Sound an. Ja, das ist der gleiche Sound wie bei den Toyota, den wir vor kurzem erst vorgestellt haben. Es könnte Wortlaube Toyota, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist okay, klar, hat es dann nichts mit dem Original zu tun, wenn der Sound mehrmals verwendet wird. Aber auch hier wieder beim Beschleunigen ein Tick zu laut für meinen Geschmack. Thema Funktionalität, da einmal muss ich euch kurz wieder spoilern. Klar, wir haben Simple IC mit dabei, wunderbar. Ihr seht, beide Hände sind soweit am Lenkrad. Mit dem Bandchen hier wird auch gearbeitet, was die Pedale da unten angeht. Also das lübt soweit alles. Türe wieder zu. Ansonsten gehen wir ein bisschen näher an die Armaturen hier vorne ran. Da sehen wir, das ist soweit auch mit animiert. Wir werden hier bei 10, sind wir so bei 20. Jetzt wären wir bei 30, sind wir ungefähr bei 39. Wir haben 10 km/h, haben wir ungefähr eine Differenz. Hat man aber auch schon bei anderen Mods öfters gehabt. Ansonsten, Spiegel funktionieren soweit. Ihr seht auch diese Rückspiegel, ne? Ist halt abgeblendet, ne? Aber ansonsten funktionieren die ganz gut und sind auch richtig eingestellt. Ne? Also man sieht so, wie man es erwartet. Deswegen da passt soweit auch. Gehen wir einmal in die Nacht rein. Sehen wir hier blinkertechnisch gesehen, haben wir eine Animation. Wenn ich Licht anmache, wird es beleuchtet. Wenn ich Aufblendlicht hier anmache, haben wir da auch ein separates Icon, was da mit leuchtet. Ansonsten dieses andere Icon ist halt permanent aktiv. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist, könnte die Bezeichnung oder die Info für das Tagfahrlicht sein. Wie gesagt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ansonsten, ja, im Außenbereich haben wir halt dieses Tagfahrlicht da vorne integriert. Ansonsten da einmal die Blinker, hier hinten einmal die Blinker. Hey, ist echt gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu. Funktioniert aber, ansonsten normales Fahrtlicht und dann dementsprechend hier das Aufblendlicht. Und dann könnt ihr es wieder ausmachen. Wir haben eine Stufe, die überspringen wir. Einmal, zweimal, dreimal, passiert gar nichts, viermal. Aus, ne? Rückwärtsleuchten funktionieren soweit auch. Kennzeichenbeleuchtung ist auch mit dabei. Hube. Ne? Und mal was anderes. Wunderbar. Irgendwelche Spielereien mit dabei? Boah, genug. Ihr kennt es ja mittlerweile, ist ja trendy. Hier oben und unten linke Maustaste gedrückt halten, könnt ihr das Fahrwerk ein bisschen verstellen, beziehungsweise höher machen. Rechte Maustaste gedrückt halten, da links und rechts könnt ihr den Sturz der Reifen einstellen. Einmal die Taste X drücken, Auto auf- und zuklappen, passiert bei der zivilen Variante gar nichts. N drücken, öffnet alles mit einmal. Ne? Kennt man soweit. Man kann aber auch neben alles mit einmal öffnen, alles separat mit Simple IC öffnen. Genauso wie hier die Fensterscheiben hoch und runter. Genauso kann man im Außenbereich die Türen öffnen und schließen. Genauso wie hinten am Kofferraum einmal auf und einmal zu. Ne, soweit so klar. Wenn euch vielleicht schon was aufgefallen ist, wir spawnen extrem versetzt. Ne? Also das ist der Ausstiegspunkt. Der, ich glaube, da haut was noch nicht hin. So soll das, glaube ich, nicht sein. Wir haben jetzt hier die Slow-Variante mit 121 km/h. Die erreichen wir auch alles soweit ohne Probleme. Ansonsten ist die Fahrphysik soweit ganz gut. Also Sheriff Robert und Edwards Modding haben das ja über die Zeit sehr gut hinbekommen, dass die Autos im LS vernünftig fahren, auch vernünftig abbremsen, auch wenn es ein bisschen dauert. Aber ihr seht, wenn ich hier rückwärts fahre, ne, die Karre schiebt es nicht oder sonst was. Die kleben so auf dem Boden, wie es sehr angenehm ist. Jetzt haben wir ja noch die Polizeiskins. Schauen wir uns das ganze Stück ein bisschen an. Da gehen wir einmal in die Nacht rein. Da könnt ihr mit Position 1 das Ding da oben dementsprechend anmachen. Reflektiert soweit auch ganz schön. Ja, also da taut soweit alles hin. Und jetzt könnt ihr über die Taste X das Blaulicht bzw. das Modding-Horn anmachen. Achtung! Ja. Soweit, so klar, hört sich logischerweise anders an wie bei uns. Inwiefern das jetzt real ist, ja, ich kenne mich mit rumänischer Polizei null aus. Man möge es mir verzeihen, aber das Ding sieht nicht schlecht aus. Und dann haben wir ja die Gendarmerie. Und da können wir das Ganze auch anmachen. Da haben wir das Ganze in Blau. Das Mordinson ist aber das gleiche. Achtung! Ja, ist also in dem Sinne
Einheit. Licht ist erblinkt dementsprechend nur anders. Deswegen. Das Gute ist, wir haben keinen Sound-Loop-Fehler oder sonst was. Das passt soweit alles. Jetzt gibt es aber eine negative Sache, und zwar in der zivilen Variante. Da ist nämlich die Funktion auch mit drin, obwohl nichts oben drauf ist. Ne? Ich weiß nicht, ob man das nicht separat deaktivieren kann, aber wenn man X hier separat deaktivieren kann, kann man das, glaube ich, auch irgendwie deaktivieren. Deswegen, also auf Position 1 solltet ihr das Ganze nicht nutzen, weil das sieht dann einfach nur komisch aus. Davon mal ganz abgesehen. Die Polizeiskins haben jetzt die Highspeed-Variante mit drin, denn ist jetzt einfach mal, also die 220 km/h, und auch da ist soweit alles in Ordnung. Die Beschleunigung ist ein little bit schneller, aber ansonsten rennt der Hase einfach nur. Gehen wir nochmal zur zivilen Variante, und da nehmen wir einfach mal wieder, weil es euch das beim letzten Mal so sehr gefallen hat, diesen Pferdeanhänger und testen das Ganze aus, weil das ist, denke ich mal, so eine klassische Szene, die sich auch im Real Life abspielen kann, ne? Aber auch hier hinten beim Anhänger, soweit schon mal der Mini-Spoiler, haut alles hin, ne? Also die üblichen Anschlüsse, hier Kabel, alles mit dabei, das läuft soweit. Wenn wir uns den Lok anschauen, seht ihr, das ist auch schon alles gewesen. Wir haben diesen Remote-Debugger. Ja, könnt ihr ignorieren. Jetzt haben wir aber das nächste Problem wieder, wie beim Toyota auch. Ich weiß nicht, was momentan los ist. Wir reden jetzt sogar von 140 MB. Das ist too much. Ihr seht auch, wie lange oben die i3D in Millisekunden lädt. Ich weiß nicht, warum auf immer diese ganzen aufgeblähten Teile wiederkommen, weil normalerweise hat Sheriff Robert und Edward Smalling das Ganze immer sehr gut unter Kontrolle gehabt. Aber auch hier wieder sehr viel MB. Es geht auf den Dedicated Server, ohne Frage, aber ihr dürft es nicht übertreiben, weil ihr wisst, das ist halt einfach zu viel des Guten. So, wer trotzdem Bock drauf hat, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat, und bis dann, euer Retter Tschüssikowski. Tschüss.